Solche Listen sind fast ein bisschen zu viele Informationen aufs Mal. Die Gefahr besteht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dann zu lesen beginnen und dir gar nicht mehr richtig zuhören. Es lohnt sich also, solche Listen portionenweise einzublenden und das kannst du mit sogenannten Animationen tun. Ich wähle nun dieses Textfeld aus. Und hier habe ich diese verschiedenen Möglichkeiten. Mit einem Tipp auf dieses Symbol hier klappt mir die ganze Liste auf. Erscheinen ist die standardmäßige Animation. Hier erscheint einfach der Text aus dem Nichts. Die meisten anderen sind für Text aus meiner Sicht unbrauchbar. Hineinfliegen, hineinschweben, wischen, radmäßig hineindrehen. So streifenmäßig erscheinen, das alles erzeugt eine Unruhe und lenkt nur vom Vortrag ab. Ich wähle also Erscheinen und sogleich werden mir diese Zeilen nummeriert. Du hast hier unter Effekt Optionen auch noch die Möglichkeit einzustellen, was jetzt in welcher Reihenfolge kommen soll. Soll der ganze Text auf einmal animiert werden? Oder so Absatz oder eben zeilenweise. Und das habe ich jetzt ausgewählt. Dann ist auch schon automatisch ausgewählt, dass die neue Zeile mit einem Mausklick oder einem Tipp auf die Pfeiltaste erscheinen soll. Du hättest hier aber auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass sie nach einem bestimmten zeitlichen Abstand dann von selbst kommen. Das wäre dann zum Beispiel nach vorherigen und dann bei der Verzögerung würdest du eine bestimmte Zeit eingeben. Genauer einstellen kannst du das im Animationsbereich. Hier siehst du vier Zeilen und für jede einzelne Zeile hättest du wiederum Optionen. Du könntest hier zum Beispiel auch noch Effektoptionen einblenden. Du könntest also einen Sound noch erschallen lassen. Das könnte Applaus sein oder eine Bombe und so weiter. Das ist natürlich sehr peinlich und lenkt erst recht von deinem Vortrag ab. Also lass die Finger davon. Es kann mal lustig sein als Experiment, aber sicher nicht für einen ernsthaften Vortrag. Diese Reihenfolge kannst du selbstverständlich auch noch ändern. Mit Drag und Drop kannst du solche Elemente dann noch an einen anderen Ort ziehen. Allerdings in einer solchen Liste macht es natürlich nicht Sinn, dass zuerst die zweite Zeile kommt und dann erst nachher die erste. Das wäre dann eher bei Bildern und anderen grafischen Elementen, die in einer bestimmten Reihenfolge erscheinen sollen. Dasselbe machen wir jetzt auch für die zweite Liste ganz zum Schluss, also wiederum erscheinen. Automatisch ist das schon richtig durchnummeriert. Selbstverständlich kannst du auch Bilder animieren. Hier bei diesen fast identischen Bildern der Kathedrale möchte ich, dass sie hintereinander eingeblendet werden. Zunächst also dieses hier. Da wähle ich jetzt einen anderen Effekt, nämlich Verblassen. Das ist ein bisschen irreführend. Eigentlich würde man das eher mit Einblenden übersetzen. Und hier kann ich jetzt auch die Dauer noch etwas verlängern. Das soll jetzt eine Sekunde dauern, bis das Bild ganz eingeblendet ist. Das zweite, das soll nun ebenfalls mit dem Verblassen-Effekt erscheinen und diesmal aber mit einer bestimmten Verzögerung. Es soll auch wieder eine Sekunde dauern, aber mit einer Verzögerung von 2 Sekunden. Also das erste ist dann schon 2 Sekunden im Bild, bevor dann das zweite automatisch erscheint. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Das erste kommt rein und ohne dass ich etwas geklickt habe, das zweite automatisch. Und bei diesem letzten Text wird linienweise eingeblendet. Mit Escape komme ich wieder zurück zum Bearbeitungsmodus.